Servus und herzlich willkommen. Ja, heute geht es weiter bei Saga und um was genau? Ihr kennt es schon, das zeigt euch die Truhe. Ja, heute darf ich euch eine Warband der Goten vorstellen. Die ist von Creeping Beast, ist eine 4-Punkte Startarmee aus Zinn und auch diese wurde uns freundlicherweise von Walter von Silent Night Games in Salzburg zur Verfügung gestellt. Ja, ich denke, das genügt jetzt als Ansage. Jetzt schauen wir mal in die Box. Ja, als nächstes sehen wir uns die Goten an, eine Warband von Creeping Beast, die ich euch heute vorstellen kann. Es sind wieder 10 Modelle. Sehen wir einmal auf die Rückseite, was soll dabei sein. Also 8 Krieger, hier scheinbar zu Pferd und zu Fuß. Dann haben wir 8, das sind die Veteranen, Entschuldige, 8 Veteranen. Dann haben wir nochmal 4 Veteranen zu Fuß und 8 Krieger sowie einen Kriegsherrn. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal auspacken und für euch vorbereiten. Ja, ich beginne wieder mit dem Kriegsherrn, wie ihr es von mir gewohnt seid, der hier ja in beiden Händen eine Axt hält, den Kopf gegen Himmel streckt, irgendwelche Götter wahrscheinlich entweder anfleht oder einen Kriegsschrei loslässt, weil der Mund ist geöffnet. Die Miniatur selber ist schön gegossen, schönes Kettenhemd, kaum irgendwelche Gussfehler hier zu erkennen. Ein wenig Nacharbeiten, ja, das sind wir gewohnt, aber summa summarum eine schön strukturierte Miniatur. Dann gehen wir mal über zu den ersten 4 Veteranen. Die sind eben mit Schwertern bewaffnet und Schilden in Kettenhemd. Auch hier schön gegossen. Ein schöner Schnauzbart, den der hier hat. Ja, stimmig gemacht. Auch hier relativ wenig zum Nacharbeiten. Sieht ganz okay aus, das Ganze. So, das war Krieger Nummer 1. Dann haben wir natürlich Krieger Nummer 2, die zu Pferd sind. Die sind jetzt mit Speeren bewaffnet, wie ihr sehen könnt. Ja, auch hier stimmig. Schön gemacht. Auch die Schilde sind okay, sage ich jetzt mal. Die Rüstungen, ja, die Gesichter, okay, kann man nicht meckern, ist absolut tauglich, ja. Gut, das waren jetzt die zweite Einheit Krieger, nicht Krieger, sondern Veteranen. Dazu haben wir eben die jeweiligen Pferde, also einmal 4, einmal 5, weil der Veteran, also der Kriegsherr natürlich auch ein Pferd braucht. Ja, auch die wiederum stimmig. Sie sind etwas schlanker als die Kunststoffpferde, aber das ist vollkommen okay. Kann man so lassen. Dann haben wir noch eine Einheit Veteranen, also sehr veteranenlastig, diese Truppe der Goten, die eben hier mit Schwert und Schild in den Kampf ziehen. Ja, auch hier sehr schöne Posen. Schöner am Mantel drüber. Sehr episch. Ja, sehen sehr gut aus. Kann man schön weiterverarbeiten, auch zum Bemalen. Sind schöne Details noch dabei, die Miniaturen aufpeppen dran. Ja, das war noch die dritte Einheit Veteranen, also wie gesagt, veteranenlastig. Und dann haben wir noch eine Einheit Krieger,
die ich euch hier präsentieren darf. Diese Einheit Krieger ist ja auch sehr, sehr schön in Angriffsposen gestaltet. Ja, macht Sinn, da ist ihnen scheinbar ein bisschen als Zinn ausgegangen. Macht aber keinen Abbruch, das kann man mit Superkleber auf der Base gut fixieren. Ja, die Arme, damit hat man eben die Option Schwert oder Schild zu Schwert oder Axt zu verwenden. Ja, ergibt auch für mich hier einen schönen Gesamteindruck. Unterschiedliche Helme. Ja, ist absolut okay. Kann man gerne so nehmen. Auch hier kaum Teile, die zum Nacharbeiten sind. Hier habe ich eine Fischhaut entdeckt. Aber im Summe deckt sich das wirklich sehr gut. Also die Goten stellen eine interessante Armee dar. Und die werden wir uns jetzt gleich nochmal kurz im Armeebuch und am Battleboard ansehen. Ja, wie versprochen, nach dem Blick in die Box werden wir jetzt mal sehen, was diese Goten eigentlich so können. Ja. Bin ich anders her? So. Also, die Goten. Man muss jetzt nur insoweit beachten, dass das Battleboard keinen Unterschied macht zwischen West- und Ostgoten. Aber wir haben die Westgoten. Da kann der Kriegsherr kaum beritten sein und er kann damit die Kataphraktenrüstung tragen. Die Veteranen dürfen beritten sein, aber nur wenn der Kriegsherr beritten ist. Und britische Veteranen können auch die Kataphraktenrüstung tragen. Ja? Die Krieger haben keine Ausrüstungsoptionen und die Bauern tragen Bögen oder Schleudern. Bei den Ostgoten ist dein Kriegsherr ist beritten, also das ist automatisch. Er kann die Kataphraktenrüstung tragen. Die Veteranen sind beritten, ebenfalls Kataphraktenrüstung. Deine Krieger können beritten sein. Du darfst nicht mehr Krieger zu Fuß als berittene Krieger haben, ist eine Einschränkung natürlich. Und deine Bauern tragen Bögen oder Schleudern. Hier haben wir es eben nochmals. Also die Pferde, Kataphraktenrüstung. Und die Bauern können mit Bögen oder Schleudern ausgerüstet sein. Als legendäre Einheiten haben wir Alarich. Er ist ein legendärer Kriegsherr, der für einen Punkt einen Kriegsherrn ersetzt. Generiert zwei Sagerwürfel, eigentlich normale Kampfkraftwerte. Er hat die Sonderfähigkeiten, ein Volk in Bewegung. Jedes Mal, wenn eine Einheit seine Armee mit einer Sager-Grundfähigkeit aktiviert, kann Alarich nach Ende dieser Aktivierung kostenlos eine weitere Einheit einer niederen Klasse aktivieren. Also wenn jetzt Veteranen aktiviert, kann er Krieger oder Bauern danach aktivieren. Wenn er als erstes Krieger aktiviert, kann er natürlich nicht mehr die Bauern aktivieren. Dann ist der Eroberer Roms. Hier erhalten feindliche Einheiten nie Boni durch harte oder leichte Deckung, egal ob durch Gelände, Sonderregeln oder Sagerfähigkeiten. Da schließt auch den Deckungsbonus einer Einheit, die die Reuen geschlossen hat, ein. Ja? Also da nimmt mein Gegner schon einiges weg. Und als zweite legendäre Einheit haben wir Theoderich, den ersten König der Westgoten. Auch der generiert zwei Sagerwürfel mit Pferd Kataphraktrüstung. Und als Sonderfähigkeiten hat der Kriegerkönig, erhält in jedem Nahkampf Bonus und Angriffs- und Verteidigungswürfel in Höhe der Zahl seiner aktuellen Ermüdungsmarken. Interessant ist glorreicher Tod. Theoderich generiert auch nach seiner Entfernung als Verlust weiterhin Sagerwürfel. Nicht schlecht, weil zwei generiert er. Und König der Westgoten,
Die Reichweite von Theoderichs Sonderregel folgt mir beträgt in dem Fall L statt M. Ja, ist eine anständige Sache, die kann schon was. Und jetzt werden wir uns das Battleboard der Goten einmal näher zu Gemüte führen. Ja, machen wir den Blick, wie versprochen, aufs Battleboard. Sie haben die Aktivierung der Veteranenhelden. Das ist, die ersten drei sind klar. Sie haben ebenfalls einen Kampfbonus, kennt ihr, und sie verfügen über einen Aktivierungspool. Ja, das ist auch bei den meisten Battleboards vorhanden. Wir haben als erstes Blut ist eine Nahkampffähigkeit, kannst du 3 zusätzliche Angriffswürfel erhalten. Blutiger Preis ist eine Nahkampffähigkeit. Da kannst du erhalte 2 Würfel, ja, das können Angriffs- oder Verteidigungswürfel sein oder eine Mischung. Gratia ist eine Fernkampfreaktion oder Nahkampf. Du bekommst 2 Verteidigungswürfel dazu. Wenn du einen Ermüdungsmarken hast, bekommst du einen Bonus von +1 auf die Verteidigungswürfel. Dann haben wir Wehrgeld, ist Befehl oder Befehlreaktion. Das heißt, jedes Mal, wenn dein Gegner in diesem Spielzug eine deiner Ermüdungsmarken einsetzt, muss er eine seiner Einheiten eine Ermüdungsmarke geben. Also es ist ja ein Ausgleich. Wie geht's weiter? Wir haben dann Untastbar als Nächste. Hier gibt es eben die Fernkampfreaktion oder Nahkampf. Kann man Einheiten Ermüdungsmarken geben. Zum Angriff gibt eine Einheit eine Ermüdungsmarke, um 2 automatische Treffer zu deinen verursachten Treffern hinzuzufügen. Dann haben wir Auge des Sturms. Das ist ein Befehl oder eine Befehlreaktion. Du kannst bis zu 4 Ermüdungsmarken von gegnerischen Einheiten deiner Wahl entfernen. Und entfernen kannst du dann dieselbe Anzahl von Ermüdungsmarken von deinen Einheiten. Cuneus ist eine Nahkampffähigkeit. Eine Einheit, die angegriffen hat, deine Einheit darf bis zur Hälfte ihrer misslungenen Angriffs- und Verteidigungswürfel wiederholen. Wenn sie 2 oder mehr Ermüdungsmarken hat, darf sie alle misslungenen Würfel wiederholen. Ja, dann Entschlossenheit ist eine Aktivierung. Aktiviere eine Einheit für einen Angriff, 2, wenn es eine 6 ist. Der Gegner darf deine Ermüdungsmarken nicht einsetzen. Und Fehde, wähle eine gegnerische Einheit. Bis zum Ende deines Spielzuges erhält jede deiner Einheiten, die auf diese Einheit schießt, einen Bonus-Angriffswürfel. Und jede Einheit, die angreifen würde, +2 Angriffswürfel. Ja, das war jetzt, wie gesagt, der kurze Blick auf das Battleboard der Goten. Ups, was war jetzt? Kurz der Fokus gesponnen. Ja. Der Blick aufs Battleboard war das. Tut mir leid, dass jetzt der Fokus gesponnen hat. Ja, der Blick in die Box war doch recht interessant. Eine starke Einheit, nämlich zu Pferd und zu Fuß, ja, die ja hier in der Starterbox zum Beispiel über keine Bauern verfügt, was doch eine tatkräftige, kampfkräftige Truppe ausmacht, sind, glaube ich, 4 gut angelegte Punkte. Es sind schöne Miniaturen und ich denke, man kann die vielleicht auch für andere Fraktionen einsetzen. Also wenn ich mir das so ansehe, naja, theoretisch späte Römer vielleicht, ja, oder auch sonstige Truppen, das bleibt natürlich euch überlassen. Summa summarum, eine solide Truppe. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video auch dieses Mal gefallen.
ihr wisst es, ein Like, ein Daumen hoch, bringt diesen kleinen Kanal weiter. Abos, wenn ihr so nicht seid, natürlich, oder Kommentare, wir freuen uns über jeden und ich versuche jeden zu beantworten, auch wenn es hin und wieder ein paar Tage dauert. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart und ja, mit den schon 9 üblichen Abschlussworten wie Bock, Hype, Basteln, Malen, Spielen verabschiede ich mich von euch. Bleibt gesund, Leidl, und Servus.